Seht ihr, was da ist? Seattle. Der Witz wird immer besser. Ach so, das war. Ach so, Moment, ich muss einsetzen. Kommando Lachmann. Ach nö, Kommando Leitplank. wir sind schon fast in Seattle angekommen und damit. Das hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ja, weil ich dachte, wir schaffen das in 2 Folgen dahin. Ich schmirgel das Auto uns so ein bisschen auf gerade eben. Wir haben in den Städten selber getrödelt, wie es aber oft so ist im Urlaub, weil man sich ja auch was anschauen will. Wieso machen die denn hier mal nicht die Leitplanke auf? Das ist doch für alle, die da mal rausgefahren sind, total unfair. Total doof, ne? Ja. Du kannst ja einfach am Strand lang fahren. Ja. Ich glaube, das Auto ist demnächst hinüber, weil. Das sieht schon gar nicht mehr gut aus. Warte, ich mach mal Folgendes. Ich mach mal hier dieses... Da wäre übrigens eine Öffnung gewesen. Ich weiß, aber jetzt machen wir erstmal hier so on the fly reparieren. Das ist... Mobile Tuner. Nee, das ist... So geht das nicht? Das geht noch nicht. Obwohl, mach mal. Wie mach ich das? Da muss ich aber doch ins... Muss A drücken. Hab ich doch. Mach das nicht. Achso, nee, haben wir nicht, oder wie? Warte mal, ich mach mal Mobile Garage. Kann ich da nicht sowas machen wie... Ah ne, jetzt stellen wir das wieder um auf You're currently driving this car. Wenn ich es so mache, dann ist das wieder falsch. Achso, meinst du, so kannst du den Autohändler austricksen, dass du wieder Schöne kriegst? Warte, und jetzt? Ja, irgendwie... Was denn? Das ist wenigstens wieder heile. Das macht ja sowieso. Wir hätten uns übrigens auch einfach mit B drücken auf den Track zurücksetzen können. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht einmal in dem Spiel gemacht. Doch. Finde ich aber auch ganz gut. Ich habe das schon mehrfach gemacht, aber immer halt falsch, weil ich immer statt Handbremse diese die Rücksetztaste drücke. Ja, ich meine ja jetzt gewollt gemacht. Falsch machen zählt nicht. Was ist fast. Was ein bisschen blöd ist. Jetzt ist hier noch viel strahlenderer Sonnenschein als vorher schon. Ich glaube, das mit Regen können wir haken. Ich mache mal kurz die Karte auf, ob hier irgendwo Bellevue in der Nähe ist. So, wir sind jetzt... Ich kann hier mit 2 Sticks die Karte bewegen. Warte mal, Harbor Island. Das ist so ein bisschen außerhalb. Waterfront. Capitol Hill. Auburn. Folsom. Was ist denn nochmal in Auburn? Oh, Folsom Lake ist doch bestimmt... I went to Folsom Prison. Na, 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 na. Bam, oder war gerade, hast du gesehen, da war gerade ein Ballon in der Luft. In diesem Spiel ist in der Luft was los, sage ich euch. Hat übrigens Daniel letztens auch gemeint, als wir so ein bisschen über The Crew gesprochen haben, dass es ein bisschen komisch ist, dass sie jetzt diese Welt bauen. Warum machen sie da nicht irgendwie so, könnten sie auch DLC einbauen, dass du so mit so ein paar Flugzeugen auch rumfliegen kannst? Kommt der vielleicht jetzt haben sie noch. Die ganze Welt schon gebaut. Wäre doch ganz nett auch mal oben rüber. Was ist denn das hier? Ist das irgendwie Sport? Das sieht eine, Baseballstadion. Da sind so Baseballspieler drauf gemalt. Fiddler, ist das Fiddler's Green? Nee, Fiddler's Green ist doch. Das ist doch nicht. Moment, jetzt lass mich mal keinen Scheiß erzählen. Das ist doch das, wo es den Film gibt und dann gibt es zwar dieses Feld. Aber das ist ja kein richtiges Feld. Ach so. Oder? Wir reden doch schon von dem, was auch da verfilmt wurde. Ich kenne das tatsächlich nur als einen Ort aus dem Zombie-Film Land of the Dead. Da heißt die letzte... Ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Die letzte Bastion dann ist dann irgendwie Fiddler's Green. Wie heißt denn das, dieses Feld, wo der Film mit Field of Dreams meinst Field du? Field of Dreams. Ja. Und wie heißt da das Feld, was sie da bauen? Weil das gibt's in echt ja auch. Da fahren ja jedes Jahr, pilgern da ja Fans von diesem Film hin. Achso. Ja, was steht denn da drauf? Fiddlers? Doch, dann ist das das. Seattle. Dann ist das das. Und ich habe den Quatsch, den ich gerade erzählt habe. Ja, ich weiß, also gemacht. Ich glaube, ich habe eher Quatsch erzählt. So. Nee, ich habe auch Quatsch erzählt. Seattle? Erzähl uns was. Der Starbucks kommt daher. Das heißt, das Behindertste, Entschuldigung, das Dümmste, was man machen kann in Seattle, ist zu sagen, komm, lass mal beim Starbucks treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da in dem gleichen Starbucks sitzt, das kannst halt haken. Da gibt es halt echt überall Starbucks. Oh, ist hier, ist ein Tierpark oder was ist das? Nee, das ist glaube ich einfach nur so ein normaler Stadtpark und die haben dann hier so geile Toten. So Dinger. Was es ganz Cooles gibt in Seattle ist, es gibt so eine Unterstadt. Also die haben da so eine ganze einen ganz großen Bereich. Ich glaube, das ist irgendwie eher ein Haar. Oh, guck mal, das ist glaube ich der Starbucks-Verschnitt, kann das sein? Das könnte hinkommen. So ein Kaffeehaus.
Ja, guck mal, ja. Ja, Coffee, Tea. Ja, klar. Ja, genau, das ist Starbucks. Und da, guck. Ja, ja. Das ist der nächste. Hier, jetzt halt mal nicht die Feuerwehr auf. Das ist keine Feuerwehr, das ist ein Kaffee. Die verschießen Kaffee. Schau mal, das ist der nächste. Ja, links. Also das ist, gut, das ist hier ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich, es gibt überall so Dinger. Und da gibt es eben so eine Unterstadt, wo lauter kleine Geschäftchen und so aneinander sind und alles unterirdisch. Das ist ganz schön cool zum Angucken. Und dann gibt es halt vor Seattle ist der Vorort Bellevue. Und da sitzen die ganzen Entwicklerstudios. Also Valve ist da, NCSoft hat da irgendwie einen riesen Komplex und so. Und wie sagt man denn, das ist halt so ein Technologiestandort? Ja, genau, so ein Technologiestandort, dass da eben auch die Leute... Oh, was fährt denn da für eine Oberbahn in Seattle? Das wusste ich gar nicht. Das ist doch die berühmte Seattler Oberbahn, ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ach, Moment mal, aber Seattle kann man ja auch wiederum aus dem Spiel kennen. Das ist ja ein Dings drin in Infamous Second Son, was ihr gespielt habt. Stimmt. Ha, dann gibt es die Space Needle, gibt es dann nämlich hier auch noch. Die ist davon. Macht man die nicht in World at War? Nee, in World in Conflict? Da macht man die, glaube ich, auch kaputt. Und in Second Son kann man die auch, ich glaube, du kannst die ja nicht vollständig zerstören, aber zumindest so deinen Stempel draufsetzen. Wir hatten ja letztens auf der GameStar bzw. GamePro Webseite so ein Special zu zerstörte Wahrzeichen. Ist das gerade gruselig. Die Ecke ist halt wirklich genau so. Hier fährt nämlich auch diese Bahn los und ich glaube, das ist von der, beides, die Bahn und die Space Needle müssten, glaube ich, zu irgendeiner Weltausstellung mal gebaut worden sein. Das ist ja abgefahren. Das sieht wirklich genauso aus. Mhm. Das ist ja hier, die Stelle, genau die gleiche Stelle ist ja dann auch wiederum in einem der ersten Trailer drin gewesen zu Second Son, wo er da hochspringt und diese Superkraft aktiviert. Da fährt sogar die Bahn, guck mal kurz nach hinten. Ja. Monorail. So, jetzt sind wir in Seattle, das heißt jetzt... Aber du musst doch irgendwo Tom Hanks am Wasser wohnen, oder? Richtig. Der hat es mal wieder gesehen, den Film. Schlafgestört in Seattle. Schöner Film. So, wo fahren wir jetzt hin? Na, jetzt fahren wir in die Berge und gucken, ob da Schnee ist. Also, hier in die Northern Rockies. Northern Rockies. Ich mache jetzt mal, hier ist so der... So, auch geil, so nach most, Kanada darf so man most, nicht. Das ist ja auch vielleicht 2D. Kanada als DLC. Das ist doch auch wieder so ein Super NES, so ein 16-Bit-Ding wie in South Park. Spoiler! Naja, ist ja auch ein Ubisoft-Spiel. Stimmt. Wie geil wäre das, wenn das als Easter Egg drin wäre, dass du den Abschnitt aus South Park da drin hast, ja, mit so einem kleinen Mini-Auto, was du dann von oben rumsteuerst. Einfach nur aus Gag. Wie cool da auch die Mucke ist mit dieser 16-Bit-Chip-Tune-Version von Blame Canada. Ja. Blame Canada. Und was ist? Because they're not a real country anyhow. Oder irgendwie so. Ich jetzt voll mit Driften hier, ne? Ja. Vorher immer einfach gegen die Wand. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Ich hab voll die Panik. Also alle Leute, die das jetzt hier sehen können, die haben es ja sowieso geschafft. Aber da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute die ersten paar Folgen von dem Ding angucken und dann denken, oh, das ist ja hier nur so mit so scheiß Rennspiel-Story und so ein bisschen Challenges ich und möchte gerne Need for Speed und so. Und dann gar nicht sehen, dass man hier wirklich durch die ganzen USA fahren kann. Ja, ist ein bisschen schade. Also ich glaube, genauso wird es laufen. Ich glaube, dieses Let's Play, was wir jetzt hier gerade machen, wird sicherlich eins sein, was nicht sehr viele Leute interessiert. Aber ich glaube, das Thema interessiert eigentlich nicht so viele Leute und die ersten Folgen waren halt so, naja, in der Stadt rumfahren und mal gucken, wie das Spiel ist. Mhm. Die eigentliche Freude ist ja gar nicht unbedingt so sehr, sind gar nicht unbedingt die Gameplay-Elemente. Nee. Am liebsten würden wir hier alles ausblenden. Man kann übrigens, da sind wir übrigens gar nicht drauf eingegangen, wir fahren jetzt hier mit voller Fahrhilfe. Also ach, das kann man auch Sachen machen. Ausschalten. Ja. Ich habe vorhin gesehen, man kann das... Für alle, die bis Folge 11 durchgehalten haben, hier eine Information. Man kann das übrigens ja wohl auch mit dem Lenkrad spielen. Man kann es mit dem Lenkrad spielen, also ja. Also gibt es ein ganz ausgefuchstes Optionsmenü noch, aber... Ich bin witzigerweise überhaupt kein Lenkradfahr-Fan in Rennspielen. Ich finde, das fühlt sich immer falsch an. Ja, Lenkrad ist auch... Also echte Profis wissen, Autos steuert man mit Maus und Tastatur.
So wie man Maus und Tastatur schießt. Alles steuert, ja. Sportspiele, Maus und Tastatur. Ich frage mich, wann der erste Amoklauf ist, wo einer mit Maus und Tastatur draußen rumläuft. Weil dann wäre ich tatsächlich bereit zu sagen, ja, Videospiele sind schuld. Andererseits wäre ich dann auch bereit zu sagen, so knapp. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, es sei denn, er wirft mit der Tastatur. Es sah eben gerade auch voll cool aus, als der Zug darüber gefahren ist. Echt toll. Also das, was wir in den letzten Folgen schon erwähnt haben, dieses Eindampfen von Regionen auf bestimmte Merkmale, die man halt auch als nicht... Ihre Charakteristika. Ja, also die man halt auch als Tourist oder als Europäer irgendwie wiedererkennt aus Film und Fernsehen. Das oder mehr jetzt wahrscheinlich gemacht. Richtiger zu sagen auf ihre Stereotypen. Ja. Ja, das haben sie schon wirklich nett gemacht. Aber irgendwie, mir fehlt Wetter ein bisschen. Jetzt so beim Rumfahren, Wetter wäre noch cool. Kennst du noch von früher? Wetter, Wetter, Wetter? Was? RTL Samstagnacht? Nee, was war das denn? RTL Samstagnacht? Nee, was war Wetter, Wetter, Wetter? War doch auch immer dieser, und morgen wieder Wetter, Wetter, Wetter. Mirko Nonchef hat doch da irgendwie seinen okay. Wetterbericht gemacht bei den Nachrichten. Weiß ich nicht mehr. Lang ist's her. Da hat er dann irgendwann der Dings mitgespielt, hier der Tommy Krabbeiß. Ja. Der kam aber sehr, sehr spät in die Sendung rein. Ja. Und das mochte ich gar nicht. Weil ich war Kind und Veränderungen mag man als Kind so gar nicht. Da war aber Samstagnacht halt auch schon, möchte sagen, über seinen Zenit. Jetzt sind Drachenflieger da oben, Entschuldigung bitte. Zählt das Wetter? Was? Drachenflieger? Drachenflieger? Ja, Vögel auch. Vögel sind bekanntlich Wetter. Vielleicht war das so, vielleicht haben die sich so geschämt, dass sie kein Wetter drin haben, dass sie gesagt, ach, irgendwas Chef, anderes da dann oben. Dann machen wir halt alles, was fliegen kann. Flugzeuge, Hubschrauber, Vögel, Drachen. Auftankende Flugzeuge. Superman. Ballons, Zeppeline. So viel, stimmt, so viel. Ich wüsste gar nicht mehr so viel, was fliegen kann. Da ist bestimmt auch als Easter Egg hier dieser Air Carrier von Captain America drin. Der Helicarrier. Ja, Helicarrier. Boah. Was ist denn das für ein Berg da hinten? Weiß ich nicht, aber es sieht aus wie dieses Logo von Summit Entertainment. Und von Sierra damals. Stimmt. Ich habe letztens das erste viermal gestartet, wo ja noch das Sierra-Logo kommt. Und dann war auch bald Schluss. Stimmt. Ja, auch mal eine schöne Idee, so Entwicklerstudios, die es nicht mehr gibt. So die sind ja dann, also wie war das, die sind von Vivendi aufgekauft worden und Vivendi ist ja jetzt in Activision Blizzard aufgegangen. Haben sie sich nicht wieder getrennt? Naja, der Gag ist ja eigentlich, dass ja Vivendi der größere Teil war, also Activision das kleinere Dings war, aber die eben diesen Namen haben wollten, weil der halt geiler klang als Vivendi und auch dieses Blizzard, weil das halt so ein Qualitätssiegel war, unbedingt im Firmennamen haben wollten. Und dann gab es, soweit ich weiß, ja mal Bemühungen oder Bestrebungen, das wieder auseinander zu gehen, aber ich glaube, da ist nichts draus geworden. Ich glaube ehrlich gesagt doch. Scheiße, das weiß ich jetzt aus dem Stand auch nicht. Ich weiß auch zum Beispiel immer gar nicht genau, sagt man jetzt standardmäßig immer gleich Activision Blizzard? Oder gibt es auch einen Teil, der eigentlich nur unter Activision läuft? Ich glaube, dass Activision noch ein, also Activision Blizzard ist ja dieser ganze Publisher-Konzern und ich glaube, die Call of Duty-Spiele erscheinen unter dem Publishing-Label Activision, ja, glaube ich auch, genau. Weil irgendwie kam es mir dann doch sehr... Weil ja auch in das Logo ist ja auch nur Activision ohne Blizzard genau. Mit drin. Bam. Twist das. Irgendwie kam es mir nämlich dann doch noch irgendwie sehr präsent vor. Hui! Ups. Aber schön. Dachtet ihr schon, da schlafe ich doch ein bei diesem lahmen Business-Talk. Dachte ich auch. Sekundenschlaf, sehr gefährlich. Müsste jetzt hier nicht langsam mal Schnee kommen? Ich erwarte Schnee. Vielleicht ist das das große... Vielleicht ist das, was wirklich diesem Spiel fehlt. Es gibt halt nur Sommer. Wann wird's? Aber da könnte man ja dann zum Beispiel, wenn man einem mehr nach Herbst zum Beispiel zumute ist, dann spielt man das erste Forza Horizon. Das ist immer Herbst, ja, das stimmt. Wo ist das, in Colorado oder so? Da haben wir uns neulich so in die Nesseln gesetzt. Da ging es nämlich irgendwie, ich glaube, wir haben Game Watch zum zweiten Teil gemacht und da haben wir totalen Scheiß behauptet. Nämlich, das spielt die ganze Zeit in dem einen Bundesland, das spielt eigentlich die ganze Zeit in dem anderen. Und ich weiß nicht mehr, welches richtig war. Was macht das Navi jetzt? Weiß ich nicht, wir folgen dem Navi. Geil. Super. Was ist denn jetzt los?
Eigentlich hätten wir auch mal nach Florida runterfahren müssen. Hätte, wir haben keine Zeit. Weil da könntest du das, dürftest du das ja hier nicht machen können. Dann landest du ja gleich im Sumpf. Wie und jetzt? Dann ist die Welt zu Ende. Ich fahre jetzt mal, warte mal, ich fahre jetzt trotzdem mal hier noch weiter. Da stürzt uns bestimmt das Spiel ab. Meinst du? Einfach nach Norden. So. Okay, wenn Mami das sagt. Da to the United States, geil. Da hatten sie aber auch Spaß, die Zeile da zu schreiben, oder? Super. Ich glaube, du fährst ein bisschen zu sehr am Rand lang, oder? So, wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin? Was gibt's denn hier noch? Naja, wir müssen ja eigentlich mal irgendwie da... Ach, guck mal, da kommt dann erst der Schnee. Zeugs da oben. Also fahren wir hier noch nach Schneeland. Hier müssen wir Richtung Chicago fahren. Wir müssen die Runde eigentlich voll machen. Salt Lake City müssen wir noch eigentlich fahren, wie unser ehemaliger Bundespräsident gesagt hat. Von mir aus? Wo ist denn Salt Lake City? Ein bisschen nach links. Das hier, wo Resort. Nee, noch weiter nach links. Ach da. Salt Lake City. So. Johannes Rau hat das immer gesagt. In einem Interview, als seinerzeit die Olympischen Winterspiele dort stattfanden. Oder waren es die Olympischen Sommerspiele? So. Wie siehst du mit unserem Tank aus? Haben wir in der Folge überhaupt noch Zeit dafür? Nee, wir müssen, glaube ich, mal an die Tanke ran. Ich brauche auch unbedingt irgendwie was zu knabbern. Und Getränke. Und eine Super-Gala. Wie heißt die? Wie heißt das? Blitz-Illu. Super-Illu. Super-Illu ist es, oder? Weiß ich nicht. Oder ist das das Porno-Heftchen? Keine, ich kenne nur das Porno-Heftchen. Was haben wir denn gelesen, als wir unterwegs waren? Gala? Glamour? Nee, Gala? Nee, doch, ich glaube, die Gala. Nein, wir haben doch Freizeitrevue. Ja, wollte gerade sagen, irgendwas so Schwieriges gelesen. Frau in der Freizeit. Frau zu Hause. Frau am Herd, oder was jetzt? Frau am Herd. Ein Magazin mit begrenztem Horizont. Themen, die sie so kommen sahen. Promis bekommen Kinder. Überraschend. Ja, so ist das. Ja gut, dann in der nächsten Folge ein bisschen Eis. Ich würde aber sagen, dass das dann, ich glaube, dann haben wir aber alles gesehen. Oder bist du dann noch nach Florida? Weil dann will ich da eigentlich hinfliegen. Ja, eigentlich müssten wir jetzt zurück nach... damit das wirklich eine Rundtour... Chicago. Eigentlich eine Rundtour ist, da hast du recht. Müssen wir eigentlich nach Chicago fahren. Dann... was wäre das denn? Ach, schon mal, schon wieder ein anderer Hubschrauber. Der Präsident. Der steigt um zwischendurch. Ja, in der nächsten Folge fahren wir dann nach Salt Lake City. Schalten Sie wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.